Chilanda. Im Norden Griechenlands, auf der östlichen Landzunge der Halbinsel Chalkidiki, die nach dem heiligen Berg auf ihr benannt ist, lebt seit alten Zeiten die Mönchsgemeinschaft mit 20 Klöstern, Skiten und Kellien. Seit 800 Jahren gehört dazu auch das serbische Kloster Chilanda. Stefan Nemanja, Begründer der langjährigen Dynastie der Nemaniden, und sein Sohn Rastko haben es gestiftet, nachdem sie Mönchsnamen Simeon bzw. Sava angenommen hatten. Sava wurde übrigens später der erste serbische Erzbischof. Aufgebaut und unterhalten wurde das Kloster aus Spenden serbischer Herrscher, Edelleute und Gläubigen aller sozialen Schichten sowie aus großzügigen Zuwendungen russischer Stifter. Dass es auch die härtesten Zeiten überlebte, hat Chilanda in erster Linie dem selbstlosen Dienst und Opfermut seiner Mönche zu verdanken. Das Kloster birgt nicht nur reiche Kunstschätze aus vergangenen Jahrhunderten, es ist auch die große Gebetsstätte geblieben, die es immer war. Freunde der Kunst aus aller Welt besuchen gern die monumentale Kirche und begeistern sich an den Fresken, die König Milutin zu Beginn des 14. Jahrhunderts gestiftet hat. Dazu gehören mehr als 800 Ikonen, die in der Zeitspanne vom 12. bis 19. Jahrhundert entstanden sind, sowie 1000 alte Handschriften, von denen manche mit kostbaren Miniaturen geschmückt sind. Innerhalb des Klosterbereichs trifft der Besucher auf 11 kleinere Kirchen mit Fresken und anderen Perlen der Kunst aus der Zeit vom 14. bis 18. Jahrhundert. Mit seinen wundertätigen Ikonen und heiligen Reliquien ist Chilanda aber auch die Pilgerstätte für gläubige Menschen geblieben. Stille und Einsamkeit laden zum Gebet und zur inneren Sammlung. Die Ikonen von Chilanda. Im Laufe der 8 Jahrhunderte haben die Mönche Ikonen in Auftrag gegeben, Stifter haben sie geschenkt, Künstler sie geschaffen. Brände, Wurmfraß und Nachlässigkeit haben zu den zahlreichen Verlusten beigetragen. Erhalten geblieben sind mehr als 800. Unter den Ikonen der Klosterkirchen gelten einige als wundertätig. Von ihnen, namentlich vor der bekannten Ikone der dreihändigen Gottesmutter, verrichten Mönche und Pilger seit vielen hundert Jahren ihr Gebet. In der Schatzkammer Chilandas sind weitere Ikonen aus der Zeit vom 12. bis Ende des 17. Jahrhunderts zu besichtigen. Darunter befinden sich Meisterwerke der Epoche des 13. Jahrhunderts, wie die Mosaikikone der Gottesmutter um 1260, die Christus- und die Gottesmutter-Ikone ebenfalls um 1260. Der größte Teil der Malereien aus dem 14. bis 19. Jahrhundert aber ist in der Schatzkammer verschlossen und Kunstfreunden nicht zugänglich. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se, usliši, pomiluj. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Još se molimo za milost, život mi, zdravlje, spasenje, pohođenje, oprošte grehova i napredak slugu Boži, braće, svete obitelji ove. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie svu braću i za sve pravoslavne hrišćane. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Je
si milostivi, čovjeku ljubi Bog i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek ove vekova. Amin. Yeah.